Recht herzlich willkommen zur 253. Folge von City Skylines. Ja, wir haben ein großes Kapitel vor uns und zwar den öffentlichen Nahverkehr. Ich denke, das wird auch gar nicht in einer Folge passen, sondern in mehreren und wir fangen mal am Ende irgendwie an. Wir haben hier jetzt, also an einem Ende, ne? Also wir haben jetzt hier einen Flughafen und wir haben eine U-Bahn. Und hier haben wir einen Stau bei den Luftfahrzeugen, alles klar. Wir haben hier einen funktionstüchtigen Bahnhof, der auch läuft. Die Windräder nicht. Wir haben dann keine Verbindung zwischen U-Bahn und Bahnhof und Flughafen. Das wäre jetzt zu überlegen, dass wir da erstmal was machen. Und zwar lass den mal räumen, dass wir die Verbindung herstellen zwischen dem U-Bahnhof, der glaube ich hier unten ist, ne, oder? Ja. Und dem Bahnhof und dem Flughafen. So. Und das würde ich jetzt im Endeffekt. Warte mal, der und der, die sind ja verbunden, ne? Wir müssten gucken, wie viele Leute denn da so lang fliegen oder fahren oder sonst was, ne? U-Bahn. Nee, Quatsch, wir sind hier falsch. Da sind wir richtig. Route. U-Bahn-Tunnel. Straße anpassen. Ja, Verkehrsrouten, ne? U-Bahn-Tunnel. Also ich kann jetzt hier eine Straße anklicken, dann sehe ich, wo die hin sind. Ich kann aber hier nicht anklicken, wo die hin sind. Das ist ja voll doof, oder? U-Bahn-Tunnel. Alle wollen nach da. Da sehe ich ganz viel. Das ist die Haltestation, ne? So, jetzt sehe ich, dass die dahin wollen. Mit einem Zug, naja. Ist ja alles ein bisschen komisch. Na, komisch nicht, aber ein bisschen, naja. Wir müssen sehen, ich bin jetzt gerade, glaube ich, auch im falschen Spiel. Wenn Simotrans, da kann man natürlich sehen, wo die alle hinwollen. Da ist es richtig gut geregelt. Hier sieht man, dass die da einsteigen und alle hochgehen oder sowas. Sind wir zum Flughafen hier wechseln, so ist es. Und hier ist es, ja. Ah, jetzt sehen wir auch die Fußgänger, okay, weil der gerade ausgestiegen ist. Die gehen aber überall hin, aber nicht zum Bahnhof zum Beispiel. Ich würde jetzt sagen, wir können ja mal die Optimierung so machen, dass wir eine Straßenbahn bauen, die schwierige Klamotte, ne? Wir haben hier einen, da einen und wo ist der nächste? Da hinten irgendwo, ja. Boah, was ist denn hier für ein Stau? Warum geht das nicht voran mit den Luftschiffen? Das ist komisch, ne? Ja, ich denke mal, wir machen das mal mit der Straßenbahn jetzt erstmal. Ich würde jetzt sagen, die Straßenbahn soll hier den Bahnhof dort oben über den Kreisverkehr hier gehen bis nach hier unten und dann wieder zurück. Und zwar am besten so, ne? Und dann hier lang. Geht nicht, weil da ist wieder ein Gebäude. Ja, das wird abgerissen.
Ach, das geht jetzt doch, das letzte Stück geht noch nicht, okay. Dann geht's da geht's nicht. Das bedeutet, wir müssen hier drehen. Und ziehen dann da lang. Gut, dann machen wir das mal gerade so, dass wir hier keine zweispurige Straße. Straßenbahngleis. Unabhängig. Ne, dann machen wir das so. Und das Ganze noch da. So, und dann haben wir das. Machen das auf dem. So hin. Und da lang. Oh, warte mal, das ist eine Einbahnstraße, ne? Aber wir machen das da so rum. Genau, das ist wohl schon. Da sind wir auch schon. Okay, die Straße geht natürlich nur nach da, läuft wieder, weil hier auch gerade der Lufthafen ist. Das bedeutet, wir müssen hier auch irgendwie dran vorbeikommen. Ne, machen wir mit dem. Geht das auch so? Geht nur so, aber so können wir beides retten, okay. Da geht also keine Straße lang, nur die Straßenbahn, das ist gut. Hier haben wir eine vierspurige Straße. Die können wir da auch machen. Und hier sollten wir vielleicht so machen, dass wir da die über den Dingens fahren lassen. Okay. Dann, ne, da war noch vier Spuren, naja. Austauschen. Geht hier lang. Und hier müssen wir wieder überlegen. Weil hier gibt es wieder keinen Weg darüber, ne? Das bedeutet, wir bauen dort da einfach durch. So lang. So lang. So lang. Wo ist unser Bahnhof? Da ganz hinten. So lang. So lang. Ich glaube, da ist vierspurig, ne? Wieder austauschen. So. 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 Ich hoffe, das sind wir jetzt hier richtig. Wo ist der Bahnhof? Das ist der Frachtbahnhof und das ist hier der Dingensbahnhof, okay. Dann würde ich sagen, da ist das Ende. Wir gehen hier wieder anders. Ja, da fahren die Züge. Die Personenzüge, oder? Ja. Wo ist das Ende? Da ist das Ende. Gehen wir darüber. Und dann gehen wir. Ja, da lang, ne? Aber hier können wir dann mal ein bisschen schicker das machen. Dann sind wir bis dahin und dort machen wir das einfach so weiter, oder?
Ich glaube, hier ist auch wieder die Schiene, ne? Genau. Passt dann. So, damit haben wir das erledigt. Jetzt können wir dann sowas machen. So. Wir haben hier eine Wendeschleife sozusagen. Und lassen den hier stehen, ne? Der fährt hier lang. Fährt da lang. Da ist ja auch wieder kein Dingens. Sag schon. Kein Halt vom... Also kein Anhalten auf der Straße. So sollten wir es nennen. Machen das hier. Machen das hier. Halten hier nochmal an. Und hier am Bahnhof definitiv auch. So, dann geht's hier rein. Wir können dann hier noch einen Halt machen. Ich denke mal, hier ist gut. Und kommen dann ja wieder hier hin. Und haben dann hier einen Halt. Fahren hier über die Brücke, haben den Halt hier. Hier. Fahren da lang. Und schließen da wieder. Passt, oder? So, dann haben wir den Verkehr schon mal geregelt. So, das bedeutet jetzt, wir haben die U-Bahn, die hier lang fährt. Und wir haben die Straßenbahn, die hier lang fährt. Jetzt müssen wir die Busse noch optimieren. Die nehmen wir alle weg und die gehen nur noch so. Fahren die. Und bringen das zu den Dingenssteigen. Straßenbahn. Haltestellen sozusagen hin. Ja. Da dürfen aber keine Busse durchfahren, ne? Das ist bestimmt nicht möglich, ne, oder? Ne, da dürfen tatsächlich. Da wäre schön, wenn jetzt auch noch Busse da durchfahren dürften, ne? Mit einer Busspur. Gibt's aber leider nicht, ne? Nur eine reine Busspur ist wohl nicht geplant. Das wäre natürlich top, ne? Ja, dann funktioniert das halt nicht. So. Das bedeutet, wir machen eine neue Linie halt hier hin, die hier ist. Oder hier. Hier. Fährt da rum? Ja, fährt da rum. Ist hier. Ist da. Ist da. Fährt hier runter, hält hier an. Kann man da auch vorbeifahren? Wir könnten da auch vorbeifahren, ja. Hält dann auch hier an, machen wir. Und kommt aber ganz schlecht hier wieder zurück, oder wie sehe ich das? Ja, das ist dann doof. Und drehen würde er wo? Auch irgendwo dahin. Dann kann er auch hier lang fahren. Dann fährt er hier lang. Hier lang. Da lang. Kommt hier wieder zurück. Da lang. Und schließt sich da wieder. So. Die Linie funktioniert dann, oder? Gibt schon irgendwen, der da... Achso, da muss er erstmal... Ja, genau.
So, dann bedeutet das, dass diese Linie hier noch optimiert werden muss. Da müsste man gucken, welche Linie das jetzt ist, ne? Machen wir mal alle aus. Diese ist es wohl. Wie ist die jetzt angesetzt? Die schmeißen wir mal komplett raus. Die löschen wir. Schließen die. Also, warte, dann machen wir wieder an. Wir wollen alle sehen. Dann sehen wir die ja nicht. Okay, der fährt da hinten lang. Dann heißt es, hier fahren wir hier lang. Und zwar würde ich sagen, hier fährt die lang. Da fährt hier weiter. Muss dann da hinten drehen, okay. Wo ist die letzte Haltestelle? Da. Ne, hier fahren wir schon noch rein. Fährt da rein. Kommt hier wieder. Und da, ach so, das war eine Einbahnstraße hier irgendwo, ne? Das ist schlecht. Hier geht's auch nicht. Das bedeutet, wir müssen hier wieder lang, um dahin zu kommen. Okay, das gestaltet sich jetzt gerade ganz schwierig. Ja, dann ist es so, dass die da wieder lang fährt. Diese Straße kann leider nicht bedient werden. Fahren wir da lang, dort lang. Läuft, oder? Fertig. So, jetzt müssen wir diese hier nehmen. Und die noch abändern. Machen wieder alles aus. Da war sie schon. Die ist das. Die löschen wir raus. Ja. Und dann gibt es da eine neue Linie für. Warte, erst wieder alle anmachen. Ach, da fahren sogar zwei lang, oder wie sehe ich das? Oder habe ich die jetzt gerade nicht gelöscht? Linie 28 gibt es da auch noch. Ja, löschen wir auch noch. So. Da haben wir hier den Halt. Und dann muss hier auch noch was weg. Diese hier müssen weg. Das heißt, nochmal aufrufen, nochmal ausmachen. Da war sie. Oh, die wieder sichtbar gerade. Die dreht irgendwo da hinten, ne? Ach, die fährt zu diesem Busbaum. Ne, wollen wir nicht mehr hinfahren. Die kommt weg. Ja. Und wir bauen eine neue hin. Wieder alle sichtbar machen. Da gibt es noch irgendeine Linie, die dann da auch noch fährt. Dann machen wir die auch noch weg. Nochmal da rein. Nochmal alle ausblenden.
Oder schon diese hier. Die wird gleich gelöscht auch. Ja, weg. Da gibt es noch eine. Da war sie. Die ist es. Kommt auch weg. Wieder alle anmachen. So, jetzt haben wir das soweit. Diese Linie werden wir von hier hinten aus machen. Ist das eine Sackgasse? Ja, das auch. Nein, hier können wir drehen. Das bedeutet, wir fangen hier an, gehen hier lang. Da lang. Kommen wir hier durch. Okay. Wo war die Haltestelle, die letzte? Da unten. Das heißt, wir machen hier eine hin. Fahren hier komplett durch. Und hoffen, dass wir hier irgendwo wieder rauskommen. Oh, hier können wir... Ne, da ist unten. Da ist der Luftschiff. Bedarf. Hier ist aber nicht der Weg raus. Aber der ist hier raus. Das geht. Fahren dann hier über den Kreisverkehr. Steigen da aus. Fahren dann hier lang. Da noch eine Haltestelle. Fahren dann hier rüber. Da, nach da. Geht das da hinten rum? Ja, geht da hinten rum. Das machen wir dann auch. Fahren da hoch. Ja. Wenden hier hinten. Fahren da wieder runter. Nehmen hier noch was mit, oder? Ne, nehmen wir nicht mit. Wir fahren hier. Kommen dann hier wieder zurück in dem Kreisverkehr. Das bedeutet, wir sind hier nochmal hin. Fahren da lang. Steigen hier aus. Kommen da an. Fahren hier auch wieder durch. Wo ist hier eine Bushaltestelle? Keine. Ja, machen da noch eine hin, da eine hin, hier ist glaube ich noch eine, ne? Genau, und kommen dann hier rüber zurück, komm, machen wir hier noch eine Haltestelle hin und halten dann da den Schluss. Dann haben wir das auch soweit. Okay, jetzt wäre hier noch... Ne, da machen wir nichts mehr. Nein, das lassen wir so. So, dann haben wir das. Hier müsste man jetzt noch überlegen, da noch eine hinzumachen. Hier kann man sehr schön drehen. Machen wir. Da. Da lang. Da könnte man so lang fahren. Aber kommen wir da rüber? Ne, da müssen wir wieder irgendwo ganz weit da hinten lang. Geht also nicht. Bleiben wir also hier. Halten da an. Kommen hier über den Kreisverkehr nach hier hin. Machen wir da noch.
fahren hier hinten rein, drehen da, kommen dann wieder zurück. Wo war jetzt hier die Haltestelle? Da. Wo sind hier die Straßenbahnhaltestelle hingewandert? Gibt's gar keine, oder was? Machen wir da eine, obwohl die da hinten ja schon ist. Und schließen da mal ab. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ah, die ist da. Und da. Okay. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon so ganz gut ist. Könnte höchstens jetzt noch hier was machen. Ja, ich glaube, das machen wir auch noch. Dieses Stück nehmen wir noch mit. Hier ist ja auch ziemlich viel Wohngebiet, das müssen wir auch noch machen. Das heißt, wir fahren hier los. Am Bahnhof. Fahren in dieses Wohngebiet rein. Machen da zwei Haltestellen. Ist das eine Sackgasse? Ich glaube, das ist eine Sackgasse, ne? Oder? Ja. Nee, das ist gar keine Sackgasse. Oh, schade. Dann kriegen wir die nochmal weg. Ja, das ist gut. Machen wir da eine hin. Kommen auf dem Weg wieder. Fahren hier lang. Kommen da lang. Fahren hier lang. Gibt es hier irgendwo eine Verbindungsstraße? Wohl nicht. Hier ist die nächste, okay. Halten da an. Kommen hierher. Und schließen da wieder. Ich glaube, jetzt wäre es noch schön gewesen, hier noch eine Haltestelle zu haben, ne? Haben wir auch. Gut, dann würde ich sagen, ist diese Ecke bis hierhin sozusagen erstmal fertig. Haben wir ein bisschen optimiert. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wir werden das an irgendwelchen Zahlen dann irgendwann festmachen müssen. Gut, und dann machen wir da natürlich in der nächsten Folge weiter. Haben hier noch ein paar andere Sachen, die wir auch machen müssen. Aber erstmal sind wir mit den Linien beschäftigt. Da kümmern wir uns weiter drum. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn ihr der Folge was abgewinnen konntet, gibt ihr einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr noch die Glocke anmacht, dann werdet ihr auch über die nächsten Folgen informiert. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.